Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem es darum gehen soll, wie ich einen Leader selbstständig splice, also so einen Leader letztendlich selbstständig herstellen kann. Ich selbst fische fast immer einen Leader und das hat eigentlich drei Gründe. Der erste Grund ist offensichtlich, das Material ist unglaublich schwer, die Montage würde hier reingehängt werden und dieser Leader, der einen Meter bis anderthalb Meter lang ist, je nachdem wie lange ihr ihn euch macht, wird zu Grund sinken und immer schön flach auf dem Boden liegen. Das hat zur Folge, dass der Fisch niemals mit der Schnur in Berührung kommt, wenn er gerade in der Nähe der Montage nach Futter sucht. So gibt es keine Scheuchwirkung durch eventuell unbeabsichtigte Schnurschwimmer und der Fisch nimmt nicht so schnell Reiß aus und das erhöht eure Chancen, unglaublich einen Fisch zu fangen. Der zweite Grund ist, dass so ein Leader nicht so schnell wahrnehmbar ist. Durch die Farbe, die ist immer dem Boden gut angepasst, gibt es auch in verschiedenen Farben im Shop, legt er sich auf den Grund und ihr könnt das mal ausprobieren, den in Geäst oder so zu legen. Ihr werdet das Ding fast nicht mehr wiedererkennen. Bei hellem Sand muss man ein bisschen aufpassen, aber definitiv hat eine Schlagschnur, die durchgebunden ist bis zum Wirbel, immer viel mehr Scheuchwirkung als so ein Leader. Auch wenn er dick ist, glaubt mir, der fällt nicht so schnell auf. Der dritte Grund ist ganz einfach. Dieses Material fungiert wie eine Säge. Da muss man ein bisschen aufpassen. Wenn du in Seerosen angelst, in Kraut angelst, kann das von Vorteil sein, weil das Material sich sozusagen im Drill unter Spannung wie eine Säge wirklich verhält und die Seerosen zersägt und das Ding da durchflügt und somit letztendlich beim Drill ein bisschen hilft. Wenn du in Holz angelst, ist ein Leader nicht immer die richtige Wahl. Da kann es passieren, dass der sich in das Holz schneidet und du dann letztendlich mehr Probleme hast als eine Schlagschnur, die da eher rübergleiten würde. So viel zur Theorie. Wie gesagt, ich angel fast immer einen Leader. Ich liebe die Teile einfach und bei mir kommen die, wie gesagt, fast immer zum Einsatz. Bei Carplitz im Shop gibt es grundsätzlich zwei Materialien, um einen Leader selbst herzustellen. Wir haben hier das Flexo-Core und wir haben das Bottom-Core. Letztendlich hat jedes Material seine eigenen Einsatzzwecke. Das Bottom-Core ist richtig klassisches LED-Core, das heißt, es ist gefüllt mit einer Bleiseele. Dadurch ist das Material etwas dicker, aber auch schwerer und sinkt noch schneller zum Grund. Der Vorteil vom Flexo-Core ist, dass es ohne Bleiseele auskommt, das heißt, es ist ja schneller beim Spleißen verarbeitet. Es ist ein bisschen dünner, dadurch ein bisschen schwieriger zu spleißen, aber es ist wesentlich flexibler als das Bottom-Core und passt sich deshalb Gegebenheiten am Grund besser an. Was für deine Angelei, für die jeweilige Situation das Beste ist, das musst du selbst entscheiden. Auch die Farbe würde ich immer dem jeweiligen Grund anpassen. Und wie ihr jetzt hier so einen Leader baut, zeige ich euch Schritt für Schritt. Das ist eigentlich nicht schwer. An dieses Ende des Leaders muss eine Schlaufe rein. Ans andere Ende des Leaders kommt ein Quick-Change-Swivel, den wir auch einspleißen. Und am Ende wird hier ein System fürs Bleieinhängen einfach drüber geschoben. Was ihr dazu braucht, ist letztendlich nur das Material und Quick-Change-Swivel. Natürlich die blaue Splice-Nadel und eine super scharfe Schere, wie diese hier zum Beispiel von Carplitz. Wir nehmen uns erstmal das Bottom-Core, nehmen ein Stück vom Material raus. Und was wir jetzt zuerst tun müssen, ist diese Bleiseele, die hier drin ist, entfernen. Circa 10 cm davon nehme ich einfach, schiebe das raus, kann das einfach mit dem Finger abknapsen, schiebe dann das Geflecht, also den Geflechtmantel wieder zurück. Und was ich erhalte, sind circa 10 cm flexibles, weiches Ende. Und da fühle ich jetzt einfach mal ein bisschen durch, wo beginnt das Blei hier. Jetzt merke ich, hier wird es härter, hier ist nicht mehr so flexibel, da ist das Blei. Markiere mir diese Stelle einfach, indem ich das einknicke. Und jetzt nehme ich mir die blaue Spleißnadel und genau an dieser Stelle, die ich mir markiert habe, führe ich diese Spleißnadel ein, indem ich mich kurz einhake ins Material und führe die Nadel im Inneren des LED-Cores Richtung loses Ende. Das mache ich circa 2 cm. Dann steche ich mich einfach wieder frei, so dass es so aussieht. Hier ist das Material mit Bleiseele. Hier 2 cm habe ich mich durchgestochen und hier ist das lose Ende. Das lose Ende verarbeiten wir jetzt gleich zu dem Ende, in dem der Quick Change Swivel eingearbeitet wird. Dazu nehme ich den Wirbel und führe ihn ganz einfach auf das Material auf, so dass der Wirbel hier frei auf dem Ende gleitet. Jetzt hakt ihr euch hier am Ende des LED-Cores wieder ein
Macht das mit einem guten Abstand zum aufgefaserten Ende, sonst werdet ihr wahrscheinlich die Nadel da wieder rausziehen, so dass ihr sicher drin steckt. Jetzt ein kleiner Trick, das aufgefaserte Ende stört manchmal ein bisschen beim Zurückziehen, deswegen schneide ich mir das weg. Dafür ist eine ultrascharfe Schere wichtig. Und jetzt braucht ihr eigentlich nichts weiter zu tun, als den Verschluss der Nadel zu schließen, sonst kommt ihr nicht wieder zurück, und das Ende mit Hilfe der Nadel zurückzuführen und in den Schlauch zu ziehen. Dadurch, dass ihr jetzt das Ende abgeschnitten habt, geht das auch ultra leicht, sonst ist es manchmal ein bisschen schwer. Hier sieht man es, es ist einmal durchgekommen und ist an der Stelle, wo ich die Nadel ursprünglich reingestochen hatte, wieder rausgekommen. An der Wirbelstelle zieht ihr das Ledcore ganz an, damit der Wirbel richtig kräftig eingearbeitet ist. Das könnt ihr ziehen, wie ihr wollt. Das werdet ihr nie wieder aufkriegen. Das Ende schneide ich jetzt ab, ziehe das hier ins Material rein, sodass das alles schön fluffig und glatt ist. Und so habe ich schon mal die wichtigste Seite fertig. Jetzt bestimme ich einfach die Länge des Leaders, wie ich ihn haben möchte. Ich nehme jetzt hier so einen Meter raus, schneide mir das andere Ende ab. Und im Prinzip wiederholt sich das ganze Spiel. Ich entferne 10 cm der Bleiseele, schiebe das Material zurück, suche mir die Stelle, an der das Blei nicht mehr im Material ist, nehme die blaue Nadel, hänge mich ein, schiebe 2 bis 3 cm durch das Ledcore durch, komme auf der Seite wieder raus, hake mich vorne im Material ein und diesmal darauf achten, dass man das Ende vorsichtig zurückzieht, weil wir wollen eine Schlaufe behalten. Und wenn man jetzt zu ruckartig das durchzieht, dann wird es passieren, dass du die Schlaufe komplett durchziehst. Es gibt da einen kleinen Trick, dass man einfach immer mit der Hand ganz locker hier rüber fährt, immer Richtung Schlaufe hoch und so kommt man dann nach und nach durch. Und damit ist die Schlaufe fertig, die hält bombenfest. Was ich jetzt ganz einfach nur mache, ist dieses Safety-System nehmen, den Stift entfernen, weil der kommt nachher durch den Wirbel durch. Das ganze System lässt sich wunderbar mit Hilfe der gleichen Nadel, der blauen Nadel, hier aufziehen. Einmal auf die Nadel rauf, in das offene Ende, also in das aufgeschlaufte Ende, drüber ziehen, auf den Wirbel rauf, den Stift nehmen, das System sichern, sofern man es möchte. Man muss das System auch nicht sichern, aber so ist es fixiert. So sieht das System aus, wenn es fertig ist. An diesem Ende habe ich die Schlaufe eingespleist. An diesem Ende kommt das Blei später eingehängt. Hier vorne kommt das Rig. Und so liegt das Ganze dann am Grund. Ähnlich funktioniert es mit dem Flexocore. Hier brauchst du die Bleiseele nicht entfernen, weil keine Bleiseele da ist. Es ist kein Hexenwerk und mit ein bisschen Übung und diesem kleinen Trick, dass man das lose Ende vorher abschneidet, bevor man zurückzieht, lässt sich das eigentlich relativ schnell bewerkstelligen. So 4, 5 von diesen Systemen habe ich immer relativ schnell bereit. Und ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbauen.